Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Bin gerade dabei, hab gerade den Rasen gemäht, bin gerade fertig geworden. Jetzt muss ich den erstmal begießen. Hab den dann noch gedüngt. Jetzt gieße ich ihn, dann bin ich fertig. Anne ist gerade auf dem Termin, kommt auch gleich. Ja, und dann wollten wir eigentlich nur ins Tobeland. Deswegen bin ich gerade draußen, weil die Kinder sind drinnen und sollten das nicht hören. Das ist eine Überraschung. Ansonsten habe ich hier einen dicken Pickel. Keine Ahnung, ob er den schon gesehen hat. Und der tut mega weh. Gucken, ob ich den jetzt noch ausdrücke. Und damit hat sich die Sache. Wollt ihr euch umziehen? Ja. Wollt ihr euch umziehen? Ja. Kurze Sachen anziehen? Könnt ihr euch jetzt vom Kindergarten die langen Sachen ausziehen? Endlich zurück vom Termin. Und beide haben Hunger mitgebracht. Hunger. Wir haben jetzt gegessen. Und schicke Nägel. Zeig mal deine Nägel. Wow, Wahnsinn. Und Anne, deine? Natürlich. Weiß? Ja. Wieder zu Hause und Henning ist schon wieder fleißig am Film. Ich weiß nicht, warum er eine Pflanze filmt, aber... Ich wollte gerade sagen, dass dein Papa schöne Bäume uns mit schenkt immer. Ja, danke super, Papa. Super Baum. Vielen Dank, toll. Papa. Andere schenken andere Sachen, also andere schenken Alkohol. So, ja, oder Schokolade. Und eins will ich noch sagen, diese Barbie hat Anne gestern bekommen von ihrem Bruder. Ja. Zum Geburtstag. Ja. Die ist so alt wie du. Die ist 1991er Baujahr. Guten Appetit. Danke. Bitte. Ich lass mich raus mit der Küssen? Nein. Ich will ja nichts sagen, aber unsere Scheiße sieht aus, ey. Die müssen wir echt putzen. Aber egal. Wir gehen jetzt erstmal los. Indoor-Spielplatz. Das ist übrigens eine Matte für Peachy Maus, da sie noch nicht stubenrein ist. Aber sie macht darauf. Da bin ich eigentlich ziemlich stolz drauf. Aber schöner wäre im Garten, mein Schatz. Woher hast du das jetzt schon wieder her? Gib her. Bis gleich, ihr Süßen. Passt bitte auf, dass ihr keinen Einbrecher kommt, okay? Alles klar? Super. Na Mädels, wisst ihr schon, wo wir hinfahren? Tobeland. Tobeland? Ja. Freut ihr euch? Ja. Luna, freust du dich? Indoor-Spielplatz? Ja. Ich warte, unten im Spielplatz. Da gibt es wieder so eine ganz hohe Rutsche. Da krabbelt immer mein Bauch. Inzwischen zu Hause und die Kinder essen sogar schon Abendbrot, ganz fleißig. Und bevor der Vlog jetzt hier weitergeht, wollte ich noch eine wichtige Frage für euch beantworten, weil ich bekomme häufiger die Fragen, wo hast du das T-Shirt her, wo hast du die Jacke her, wo hast du die Leggings her, die du heute trägst oder die Socken, die du nur halb an hast, weil sie wieder aus den Schuhen... Ihr kennt das, ne? Schuhe und dann gehen die Socken so rund. Naja, egal. Da gibt es eine ganz einfache App, wo ich auch angemeldet bin. Die heißt nämlich 21 Buttons. Aber da bin nicht nur ich angemeldet, sondern auch ganz, ganz, ganz viele andere. Influencer, private Leute, Blogger, YouTuber, Promis. Da findet ihr einfach... Ich zeig euch das mal. Schaut mal, so sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt zum Beispiel Sarah Harrison abonniert. Und wenn man dann zum Beispiel darauf geht, auf den Punkt, den sie markiert hat, weiß man genau, wo sie ihre Schuhe gekauft hat, wie teuer die sind. Und dann kannst du die direkt nachkaufen. Mich findet ihr unter Anne Wünsche und so sieht mein Profil aus und ich verlinke nicht nur meine Sachen, sondern auch die Sachen meiner Kinder zum Beispiel. Da könnt ihr zum Beispiel auch sehen, woher ich diesen Pullover zum Beispiel habe, indem ihr einfach wieder auf diesen Button klickt. Der war zum Beispiel bei Lidl für 5,99 im Zweier-Set. Aber nicht nur YouTuber, Blogger oder Promis können solche Seiten erstellen, sondern ihr als Privatperson auch. Und immer wenn jemand etwas über diesen Punkt hier kauft, den ihr verlinkt habt, bekommt derjenige eine kleine Provision. Also eigentlich, wie ich finde, eine richtig coole Sache. Unten in der Infobox habe ich mal den Link für euch
euch reingesetzt. Da schaut einfach mal rein. Da könnt ihr euch die App direkt downloaden und die kommt auch direkt zu meinem Profil. Und wie gesagt, da versuche ich eigentlich regelmäßig meine Bilder zu posten, die ich auf Instagram oder Facebook gepostet habe und meine Sachen zu verlinken, damit ich nicht mal so viele Nachrichten beantworten muss und ihr alle auf einen Blick habt, wo ich was her habe. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr es einfach nachkaufen. Oder ihr nutzt einfach die App, um euch ganz viele Inspirationen zu holen, weil jetzt, wo es wieder Herbst wird und ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mich überhaupt nicht stylen, da guckst du einfach ein paar coole Blogger an und kannst dir ein paar Ideen holen, wie man jetzt im Herbst rumlaufen kann. Ich finde die App auf jeden Fall cool und von mir kriegt sie auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und jetzt geht es weiter mit dem Vlog. Papa. Was? Ich soll jetzt... Oh, na los. Hui. Am besten machen wir einen Lappen unten ran. Kann nicht mehr, du bist schwer. Oh. Oh, kennt ihr das, wenn man Kinder hat, dann liegen immer überall irgendwelche Sachen auf dem Boden. Oh. Kennt ihr solche Momente, wenn ihr euch was bestellt und im Internet steht eine Rührschüssel und dann kommt etwas an und es hat schon die Größe und du denkst... Das ist so typisch, Anne. Und überall stehen Zentimeterzahlen. Wenn da steht eine Rührschüssel, dann gehe ich davon aus, dass es eine verkackte Rührschüssel ist und keine Tat. Was ist das denn? Für mein Puppending oder was? Hier, guck mal, eine Rührschüssel kam an. Sage bitte nichts. Für einen Klecks? Genau richtig. Was willst du denn damit anrühren? Rührei? Ich habe eine Rührschüssel gedacht und ich denke, wenn ich eine Rührschüssel bestelle, kommt eine Rührschüssel an und keine Tasse. So, wir müssen jetzt zum Termin los, weil mein Eiweißbrot mich nicht richtig gesättigt hat. Habe ich mir so eine kleine Schüssel gemacht mit Äpfel und Aprikosen und jetzt geht's los. Ach, wenn's auch gut. Kann ich auch ein Aprikosenstück mit haben? Nein, kann ich auch was für mich alleine haben, muss ich mal alles teilen. Fertig mit dem Termin. Wir haben es jetzt wie spät? 9:30. 9:30? Wir haben es jetzt 9:30 und ich bin richtig im Po. Aber so richtig. Jetzt noch eine halbe Stunde nach Hause fahren? Ja. Oh Mann, ey. Wir müssen nur noch eine halbe Stunde fahren. Ich habe keine Lust mehr. Ich würde am liebsten ins Bett gehen. Bin wieder zu Hause und das Erste, was ich höre, ist ein Lachen von Juna aus dem Kinderzimmer. Ich dachte, du schläfst schon. Nee, da liegst du mit der Oma im Bett. Geht's doch nicht. Was machst du da? Puzzelst du? Oma soll kuscheln. Ich weiß nicht, wie das kuscheln. Ich habe mich eigentlich aufs Kuscheln gefreut. Das muss ich puzzeln. Naja, puzzeln und kuscheln. Das ist fast das Gleiche. Ich geh mal gucken, was Miley macht. Miley? Ja. Alles gut? Ja. Was machst du? Sag, oh, der Film ist cool. Ja, dann viel Spaß noch. Hab dich lieb. Ich habe irgendwie noch Haufen Schreibkram zu tun. Buchhaltung und. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal entweder einen Kaffee oder einen Red Bull trinken. Wohl eher einen Red Bull als einen Kaffee. Wenn man blind was aus dem Kühlschrank nimmt. Kann ich ja auch trinken, ne? Marmeladenglas. Falls ihr schon immer wissen wolltet, wie sieht denn bitte schon euer Kühlschrank aus? So. Nicht wirklich spannend, oder? Mils, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht langsam ins Bett? 0 Uhr? Bist fertig mit deinen Sachen? Bringst du uns ins Bett? Hast du jetzt echt noch einen Red Bull getrunken? Ich würde sagen, wir beenden jetzt das Video. So. Dann vielen lieben Dank. Wir kommen mir immer so blöd vor. Ich sag einfach Tschüss. Tschüss. Tschüss, schlaft schön. Schon spät. Ich hab euch gerade so lieb. Sieht aber noch relativ frisch aus, muss ich sagen. Das ist der Red Bull. So. Und das Licht fällt genauso, dass man meine Augenringe anscheinend nicht sieht. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. So, tschüss. Macht's gut. Winke, winke. Winke, winke. Tschüss. Bei dir bewegt sich auch alles, wahr, wenn du immer winkst. Naja, egal. Macht's gut. Tschüss. Oh. Kerstin, schubst mich nicht. Ciao. Du mach doch aus, ey. 5000 Mal Tschüss gesagt, bevor du ausmachst. Tschüss.